Maggie, Toni, wo seid ihr denn? Momo? Ja, hier sind wir. Ich habe euch schon überall gesucht. Was machst du da? Ich habe meinen Baumfreund gefunden, den ich letztes Mal ertastet habe. Und jetzt sitze ich hier und genieße den Wald. Ich habe auch meinen Baumfreund gefunden. Lecker. Im Herbst ist es noch viel schöner. Wieso? Da kannst du dich in einen riesigen Blätterhaufen von den Buchen hier drumherum hineinkuscheln. So mache ich das zumindest. Was passiert mit den Blättern im Herbst? Ich bin ja nicht blöd, Momo. Sie fallen ab. Ja, aber wo sind die denn dann jetzt hin, die ganzen Blätter? Gute Frage, Johnny. Vielleicht hat sie ja jemand weggefegt. Der Wind hat sie weggepustet. Die muss jemand weggefuttert haben. Klar, die Waldesel oder was? Johnny hat recht. Es sind zwar keine Esel, aber kleine Waldarbeiter wie Asseln, Hundertfüßler, Regenwürmer, Milben und Bakterien. Aber auch besonders die Pilze zersetzen sie mit ihren feinen Wurzeln. Wenn du das Laub vorsichtig anhebst, kannst du schon ein paar Tierchen sehen. Am Ende entsteht dadurch neue Erde und du sitzt gerade darauf. Echt? Hier unter mir? Aha. Da haben die Kollegen aber auch ein bisschen was vergessen. Sie arbeiten ja auch immer noch weiter, bis in den Herbst, wenn wieder eine neue Ladung Blätter kommt. Das müssen echt coole Typen sein, die Blätter fressen. Ja, Johnny.